Ja, Leute, ich bin's wieder, Tom EP, und willkommen zu einer neuen Folge von richtig Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Ja, können wir hier runterlaufen? Ja, wir können hier runterlaufen. Ich weiß nicht, ob dieses Zeichen kann das was? Nee, es kann nichts, okay. Ja, letztes Mal wurden wir hier ja, wurde uns hier die Brücke praktisch kaputt gemacht. Ja, was heißt kaputt gemacht? Also die Schleimdinger, die die Brücke zusammengehalten haben, wurden weggezaubert. Blöd für uns. Aber da wir schlau sind, kriegen wir das natürlich gut gebacken. Aber zunächst mal holen wir uns eine Bildkarte. Perfekt. Perfekt. Okay, jetzt seht ihr hier, ich kann sie zwar hochfahren, aber was bringt mir das? Gar nichts. Deswegen müssen wir jetzt hier längs. Denn so kommen wir da hoch. Da müssen wir auch hoch. Denn nur so bekommen wir das hin. So wird nämlich neues Ektoplasma darunter gerieselt. Wenn wir jetzt die Brücke wieder hochfahren, läuft das wieder. Dieser Lumos-Sound ist immer noch dreimal zu laut. Damit wir leichter hier runterkommen und nicht wieder diesen. Damit wir überhaupt hier runterkommen. Anscheinend geht es überhaupt nicht anders. Und jetzt können wir die Brücke wieder hochmachen. Und für den nächsten wieder runter. Alles klar. Ja. Gut, dann gehen wir also weiter. Immer noch auf dem Weg zum Schlafraum der Slytherin. Und da werden wir auch, hoffe ich doch, demnächst sehr bald schon ankommen. Okay. Was haben wir hier? Ist hier überhaupt was? Ich muss den Lumos-Wassersperr dafür aktivieren. Okay, also auf jeden Fall kommen wir da hinten weg. Die Frage, ist das Deko? Ich glaube schon. Also ich sehe da zumindest nichts. Okay, wir haben zweimal den Lumos-Sound gehört, das heißt hier irgendwo ist was. Würde ich jetzt wissen. Das war schon ganz schön knapp. Ach gut, wir kommen wieder hoch. Nee, aber ich glaube, hier ist nichts. Lassen wir es einfach. Alter, dieses. Wie viele Geheimverstecke? 1 von 8. Vielleicht fehlt uns doch was. Wir gucken einfach. Wir gehen jetzt erstmal in. Ja, jetzt sind wir da. Ah ja, hallo, schön hier. Gar nicht lang gedauert, der Weg bis zu euch. Da kommen wir längs, weiß ich. Weiß ich, weiß ich. Hallo. Nein. Und du bist hässlich. So, habe ich es gezeigt. Die haben hier unten natürlich Riesenspinnen. Wie sich das gehört. Soll ich die mal freilassen? Komm. Komm, Spinne. Kommst du da vorbei? Ja. Ja. Guck mal, was ich habe. Ich hab ein Haustier.
alle nicht. Problem gelöst. Jetzt haben wir da eine lebende Spinne. So wichtig ist jetzt, da wir uns nämlich gleich zurückverwandeln, dass wir jetzt schon ziemlich viel ansammeln, sonst wird das gleich ein bisschen schwierig. Ach ja, genau. Das war das. Da ist ein Schokofrosch. Wie machte man das denn da oben nochmal auf? Hä? Wie geht das jetzt auf? Das habe ich nicht verstanden. Na, ist auch egal. Hä, müssten wir jetzt nicht langsam mal das fünfte... Nee, doch, noch lange nicht. Sag mal. Tom LP, konzentrier dich. Achso, du gibst Spinnen. Ja, das ist natürlich auch sehr cool. Gibst du was? Nee. Du? Nee. Das bringt alles gar nichts. Du auch nichts. Hier ist noch was. Von 8 Geheimverstecken? 4? Haben wir einige verpasst, oder was? Nicht blöd. Wie gesagt, jederzeit. Gerne. Könnt ihr mir das sagen, wenn ich was übersehen habe? Weil das kann natürlich gerne mal passieren. Hallo, du Stechel. Habt ihr irgendwo einen Kessel, wo ich mein Zeug braten kann? Und dann gehen wir zu den Girls. Du willst doch nicht, dass wir Professor Snape rufen, oder? Doch. Du willst doch nicht, dass wir Professor Snape rufen, da kommen wir leider nicht gegen an, wir können leider nicht dahin gehen. Wir müssen zu den Boys, wo Goyle eigentlich nicht hingehört. Aber zum Glück kommt er... Ach, guck mal! Die Spinne ist da! Ich hab dich überall gesucht. Los, mir nach. Wie geil ist das denn? Diese Spinne ist so cool. Genial. Ich vermute, Dumbledore will diese Angriffe vertuschen. Er wird entlassen, wenn der Spuk nicht bald aufhört. Der heilige Potter, Freund der Schlammblüter, ist auch so einer, ohne das wahre Zauberer-Empfinden. Die Leute halten ihn auch noch für den Erben Slytherins. Wenn ich nur wüsste, wer es ist, ich könnte ihm helfen. Dann hast du irgendeine Vermutung, der hinter all den steckt. Alter. Du weißt, ich habe keine Ahnung, Goyle. Wie oft soll ich dir denn noch sagen? Aber eins weiß ich. Das letzte Mal, als die Kammer des Schreckens geöffnet wurde, ist ein Schlammblüter gestorben. Also wette ich, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis einer von ihnen diesmal umgebracht wird. Diesmal? Ich hoffe, es ist die Granger. Alter, was hat er für fette Augenbrauen? Ich gehe jetzt besser. Wohin denn? Zum Krankenflügel. Ja, genau, zum Krankenflügel. Ich habe Bauchschmerzen. Und ich muss mir eine Arznei holen. Oh, wie der aussieht. Dann mach, dass du wegkommst. Ich habe keine Lust, mir den ganzen Abend dein schmerzverzerrtes Gesicht anzusehen. Das war gemein. Und die Spinne kommt wieder. Jetzt geht der Spaß los. Verwandlung! Lol. Ich sollte den Slytherins besser aus dem Weg gehen und mich rausschleichen. Wenn sie mich hier entdecken, wer weiß, was sie dann mit mir anstellen. Harry führt Selbstgespräche. Ja, das wird natürlich mega einfach aus diesem... geh mir vorbei. Irgendetwas stimmt hier nicht. Halt die Fresse. Bin ich oder was? Du siehst ja aus wie ein Gryffindor. Haha, ihr dummen Idioten. Ich bin gar nicht hier oben. Scheiße. Wie viele kann ich hinter mir herziehen? Was glaubt ihr? Ah, die sind langsamer als ich, oder? Ja, doch, doch. Ich gehöre nicht zu dir. Ich glaube, ich habe hier eben einen Gryffindor gesehen. Hä, Professor Snape? Hey, willst du es auch nochmal sagen? Sag es. Komm sofort zurück. Irgendetwas stimmt hier nicht. Hä? Harry Potter? Ist das ein Traum? Ich hab's geschafft, ich bin der Beste. Die Nachricht, dass der fast kopflose Nick versteinert worden war, verbreitet.
verbreitete sich nach den Ferien wie ein Lauffeuer in der Schule. Die Schüler dachten, wenn sogar ein Geist versteinert werden konnte, wäre niemand mehr sicher. Niemand. Die Erstklässler gingen nur noch in kleinen Grüppchen durch das Schloss, denn sie hatten Angst, angegriffen zu werden, falls sie alleine herumspazierten. Es kam zu einem blühenden Handel mit Talismanen, Amuletten und anderen schützenden Utensilien. Ach echt? In der Zwischenzeit hatte Harry erfahren, dass Draco Malfoy nicht der Erbe Slytherin ist. Ja, das haben wir gerade gespielt. Aber wenn es nicht Draco ist und auch nicht Harry, wer ist es denn dann? Richtig, Ron Weasley. Beeil dich, Harry. Der Unterricht in Verteidigung gegen die dunklen Künste fängt gleich an. Schon wieder Unterricht bei dem. Das wird wunderbar werden. Professor Lockhart will uns Elasto beibringen. Nun komm schon, Harry. Ganz genau. Und das wäre der letzte Zauber für dieses Schuljahr. Das Spiel ist aber natürlich bei Weitem noch nicht beendet. Aber ich würde vorschlagen, das sehen wir dann alles am Freitag wieder, wenn wir uns wiedersehen zu Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Für heute war es das. Lasst eine positive Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Morgen gibt es Minecraft Survival Games, wie immer. Dann würde ich sagen, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.